Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal Let's Play. Heute versuchen wir gemeinsam Dementia Book of Death. Kostet 1,89 Euro im Google Play Store. Und wir werden uns gemeinsam mal ansehen, ob es das wert ist und was es hier geht. Schauen wir uns mal kurz an, was die hier schreiben über dieses App. Das Ganze spielt im mittelalterlichen England. Es geht um Ritter, Hexen und Jäger. Dann ist der Rest alles in Englisch. Es steht auch drinnen, mäßige Gewalt, Horror und leichte Kraftausdrücke ab 12 Jahren. Also bitte alle, die unter 12 Jahre sind, das Video nicht weiter gucken. Das Spiel hier geht erst ab 12 los. Und wir werden es jetzt mal versuchen, gemeinsam anzuspielen. Öffnen wir es mal. So, sind wir schon hier. Dement. Off the Dead. Haben wir die Möglichkeit zu starten. Continue. Ich habe es noch nicht angefangen. Deswegen geht es ganz nach vorne los. Wir starten das Spiel mit dem Chapter 1 und nehmen hier mal Beginnen. Das Leuchte kommt so ganz rot. Und dann schauen wir mal kurz hinein, wie das Ganze hier so läuft. Loading. Ladet schon mal sehr lange. Erinnert mich an meine alten Zeiten vom Commodore 64. Also ihr merkt, ich bin nicht mehr die jüngste Generation. Wir reiten hier auf einem Pferd. Mitten in der Nacht. Irgendwie in Richtung Turm, sofern ich das hier im Dunkeln hinten erkennen kann. Dementia, Book of the Dead. Schaut sehr stimmig aus. Witch Hunter. Es ist etwas dunkel hier, das ist richtig, ja. Die Landschaft bringt mich zum Weinen. Bla bla bla. Er hat sich schon öfter überlegt, ob er nicht die Mission beenden soll hier. Loading Beginning. Okay, ich glaube, das war mal jetzt das Intro, war jetzt nicht so übermäßig berauschend, aber okay, gut. Wir sind halt eine Art Hexenjäger in irgendeinem mystischen Zeitalter. Shadow, der Schatten. Wir haben die Stadt erreicht. Wir haben hier vor uns einen Guardian, also einen Wächter. Wir haben eine Nachricht auch, die er hat für uns. Next. Wenn der Bischof glaubt, dass er hier bleibt, dann macht er einen großen Fehler.
weiter zurück in die Taverne. Training. Ja, Training machen wir mal. Wir wissen ja noch nicht, um was es geht. Training ist mal gut. Wir sehen hier oben Soul, heißt das glaube ich 100% Ammo 0, also keine Schüsse. Training after touching the left side, das ist hier wahrscheinlich ja, zum links, rechts und vor, zurück, okay. You'll see a virtual joystick, ja, you can use it for moving, ja, wir können den benutzen, um uns zu bewegen, ist in Ordnung. Und desto schneller man geht, desto schneller man sich bewegt, oder desto schneller man den Finger dann am Joystick bewegt, desto schneller bewegt man sich, okay, aber da macht man auch mehr Geräusche, okay, sehe ich ein, next. Ein Stück höher gibt es einen Run-Button, das ist ja da oben, ah, dann, okay, verstehe. Okay. Gut, mit dem Run-Button kann man dann schneller rennen, ist in Ordnung. Und rechts oben ist ein Button, also ein Knopf. Da kann man umschalten zwischen Waffe und Lampe, wenn man das hat. Okay. Gut. Der Button hier ist zum Interagieren. Wenn andere Leute da was wahrscheinlich hier sind oder wenn man was nehmen möchte. Jetzt haben wir alles gelernt. Rennen, gehen. Nun ist es Zeit, um springen zu lernen. Versuche es doch. Okay, machen wir next. Man kann auch mit der Lampe zuschlagen, wenn man keinen Schuss hat, lese ich da gerade. Und dann gibt es noch den Pause-Button. Sehr wichtig. Okay, next. Das ist es. Gut. Und wir bewegen uns hier schon. Die Grafik sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Wow. Kann ich da was tun? Nee. Gehen wir mal zum Schrank. Mit dem springe ich. Nö. Okay. Dann gehen wir mal da raus. Die Steuerung müssen wir erst noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Brennt Feuer im Kamin. Besser. Da ist eine Tür. Es ist sehr dunkel das Ganze. Kann ich hier eine Lampe? Habe ich nicht, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe ein Fenster. Die bewegen sich langsam hier. Ich kann links und rechts leiden. Und mit dem Finger wische ich dann die Richtung, wo ich hingehen möchte. Ich bin hier wieder bei meinem Bett. Gerade aufgegangen bin. Ein Fenster, der Kasten. Und dann kann ich hier nur rausgehen. Okay, gut. Dann kann ich hier weiter rausgehen. Aha, was war das? Also Spinnennetze. Spinnennetze, Fässer. Kann ich die Fässer anklicken? Nein, nur springen. Okay. Gut, und jetzt ist die gute Frage. Ah, da steht einer, den hatte ich ganz übersehen. Da steht einer. Layman. Gute Nacht. Daniel hat ihn geschickt, ist in Ordnung. Er glaubt schon, er wurde vergessen. Gut, okay. Ich klicke jetzt einfach hier mal weiter. Dämonen soll es hier gehen. Ja, Dämonen. Viel Text zum Lesen. Jetzt haben wir eine Mission bekommen. Okay. Die sollten wir vielleicht lesen. Take a lamp. Nimm eine Lampe. And a musket. Deine Muskete vom Raum. In die Stadt gehen und die Kirche finden. Und dann
den Abbot Dick. Okay, gut. Das heißt, unsere erste Mission, wir müssen eine Lampe finden. Wir haben hier Kerzen. Wir haben hier Feuer. Aber keine Lampe. Aber kann ich bei der Tür eigentlich rausgehen? Nö. Wahrscheinlich erst dann, wenn ich eine Lampe habe. Gut, also, wo finden wir hier eine Lampe? Da steht sie. Jetzt steht sie auf einmal da, die Lampe. Okay, nehmen wir. Hier ist die Hand. Zack. Ja, wir sehen was. Schau mal an. Aha, wir haben eine Waffe auch schon. Okay, wir haben eine Lampe. Gut. Dann können wir mal endlich was sehen. Das sieht ja ganz, ganz anders aus. Und gehen mal zur Tür. Da ist eh schon was drauf. Ja, da sind wir schon richtig. So, er lädt wieder. The Village, das Dorf. Wow. Wow, sieht ja wirklich cool aus. Viel Text. Bin ja nicht so der Fan von diesen ganzen Textlesereien. Hab's lieber, wenn es mal zur Sache geht auch gleich. Checkpoint safe. Super, das heißt, wir haben jetzt mal den ersten Checkpoint erreicht. War noch nicht wirklich viel los, sind aus unserem Raum raus, haben die Lampe bekommen und sind jetzt da Richtung Dorf oder sind jetzt eigentlich, glaube ich, schon im Dorf. Ich würde aber mal sagen, liebe Leute, es war bis jetzt schon mal ganz cool, es gefällt mir. Möchte es auf jeden Fall weiter probieren. Es wird mehrere Let's Plays anscheinend noch geben. Fürs Erste aber war es das für jetzt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, würde mich sehr freuen. Bitte lasst einen Daumen nach oben hier, wenn es euch gefallen hat, nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Und vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr meint, wir könnten hier noch irgendwas besser machen oder ich könnte irgendwas noch dazu einbauen. Wenn ihr ein bestimmtes Spiel haben möchtet zum Testen, könnt ihr mir es auch gerne schreiben. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Also inzwischen macht es gut, wir machen es nächstes Mal weiter. Tschüss, ciao und baba.